Neue Torwart-Handschuhe kein Ende in Sicht, mag man derzeit meinen. Wieder ein neues Modell der Adidas Predator-Linie, und zwar den Adidas Predator Zones Fingertip. Die Torwart-Handschuhe tragen das offizielle Farbdesign für die Saison 2014-2015. Und in der schwarz-roten Kombination werden die Handschuhe unter anderem auch in der Bundesliga getragen. Eines der Highlights schon zum Anfang, und zwar auch die Fingertip kommen mit der engen Closed-Fitting-Bandage und mit der Double-Stretch-Bandage. Die Double-Stretch-Bandage und die Closed-Fitting-Bandage sorgen in Kombination dafür, dass die Handschuhe besonders gut passen. Da die Handschuhe etwas enger sind, habt ihr eine Einstiegshilfe, zwei Finger in die Einstiegshilfe und schon kommt man wesentlich leichter in die Handschuhe. Schon beim ersten Anziehen fällt dabei auf, dass die Predator Zones Fingertip im vorderen Bereich weiter sind. Durch die Fixierung mit der Close-Fitting-Bandage und der Doppel-Stretch-Bandage seht ihr aber, dass die Handschuhe ebenso gut sitzen und am Handgelenk wirklich gut fixiert sind. Im inneren Bereich zeichnen sich die Predator Zones Fingertip vor allem durch den Fingertip-Schnitt eben aus. Das ist ein Rollfingerschnitt, der hier vorne angebracht ist und bei dem im inneren Bereich keine Nähte zu finden sind, sondern der Haftschaum einmal komplett halbrum um den Finger gelegt wird. Dadurch kommen ebenfalls wieder keine Bälle in Kontakt mit irgendwelchen Nähten und ihr habt hier vorne eine wesentlich höhere Dämpfung als bei anderen Torwarthandschuhen. Gerade der Komfort wird so bei den Adidas Predator Zones Fingertip deutlich erhöht. Die Fangeigenschaften und der Haftschaum sind der gleiche wie auch bei den anderen Modellen. Das heißt, ihr habt einen Foam-Haftschaum im inneren Bereich und habt zudem die anderen Features. Die Features sind dabei die Nova ZoneTech. Im vorderen Bereich der Finger erhaltet ihr dabei 2 mm mehr Haftschaum. Die 2 mm sorgen dafür, dass ihr noch mehr Grip habt, den Ball beim purem Ballkontakt noch besser fixieren könnt und einfach noch mehr Grip habt. Wie immer sind die Fingertip für jede Wetterlage gedacht und haben bei jeder Wetterlage auch wirklich einen guten Grip. Im unteren Bereich findet sich beim Zones Fingertip die Abrasion Zone. Es handelt sich hierbei um eine Zone, die den Haftschaum zusätzlich schützt. Das heißt, wenn ihr auf den Boden aufkommt, wird vor zu hohem Abrieb einfach geschützt. Eine Sache, die wir auch noch haben, und zwar die Zones Fingertip kommen ebenfalls mit der Punching Zone. Es handelt sich dabei um eine neue Zone, die dafür da ist, um bei der Faustabwehr den Ball besser fixieren zu können. Und so erhaltet ihr die Torwart-Handschuhe mit wirklich vielen Features, einem hochwertigen Haftschaum und halt dem Highlight vorne der Nova ZoneTech im Bereich der Finger und der hohen Dämpfung durch den Rollfingerschnitt. Ich glaube, so kann man es auch nochmal ganz gut sehen. Meine Frage an euch, wie gefallen euch die Handschuhe? Seid ihr eher die Fingertip-Spieler oder tendiert ihr dann doch eher zum Adidas Predator Zones Pro? Lasst es mich doch mal wissen über Facebook, YouTube oder über Twitter. Wie immer kopiere ich euch den Link zu den Torwart-Handschuhen und eine Beschreibung nochmal ins Beschreibungsfeld halt rein. Ja, und dann freue ich mich auf eure Kommentare.